Alter, was geht ab, Leute? Junge? Neuer Monat, neuer Döner des Monats bei Hans Kebab. Ich wurde schon gespoilert, ein Wiesn-Special. Wir sind früh dran, denn der Winter-Arc hat angefangen. Wir müssen durchziehen und durchhasseln in allen Bereichen. Ihr kennt's, Leute, jeden Monat sind wir am Start. Heute habe ich mir die Chili Cheese Fries noch gegönnt. Ich glaube, die sind neu. Und Döner des Monats. Chicken vom. Oh, nur Chicken diesmal. Circa Chilis, Oberster. Brezen. Wild. Schauen wir, Leute. Ihr denkt euch jetzt, boah, kein Fleisch und so, aber der versteckt sich da drunter. Keine Angst. Ihr wisst ja, wie das hier ist. Immer sehr, sehr voll. Aber sieht wild aus. Und richtig viel Soße, richtig geil. Okay, das Oberste. Boah, ich bin echt gespannt. Erstmal Chili Fries, Alter. Schaut's mal, Leute. Die könnten richtig wild kommen. Darauf bin ich gespannt. Ich brauche auf jeden Fall einen Deckel, weil das wird zu viel. Ihr wisst, der noch kritischere und ich feiern die Pommes hier. Boah, die sind heftig. Die sind heftig. Die sind krank, Mann. Oh mein Gott. Die sind so geil. Interessant, nur Chicken diesmal. Sonst ist immer gemischt. Immer ein Kampf, Digga. Immer ein Kampf. Das gibt einen super Crunch. Sieht geil. Ich glaube, das ist der beste Döner des Monats bisher. Der kommt heftig. Mit dem Crunch, mit dem Oberster. Richtig geil Gewürz. Radieschen auch geil. Boah. Ordentlich Soße. Also beim letzten Mal habe ich mir mehr Soße gewünscht. Okay, er schaut meine Videos und verbessert es anhand meiner Videos. Weil hier ist mehr Soße und der ist wieder richtig wild. Das waren ja meine zwei Kritikpunkte. Boah. Richtig saftig, Mann. Geil. Das ist ja auch geil, Mann. Wir gehen rein. Digga, der ist heute so richtig saftig, Mann. Normalerweise fehlt immer ein bisschen Saft. Aber heute ist das super saftig. Ah.
Das Oberste kommt so geil, Mann. Schaut mal hier, dieser Bissen. Das ist fast wie so eine Chili Cheese Soße. Nur anstatt Jalapenos, Radieschen, und anstatt Cheese, Oberste. Boah. Essbarkeit diesmal auch nicht so schlimm. Ging voll klar. Klar, ab und zu ein paar Zutaten wieder drauf tun und so, aber sonst geht voll fit. Ich liebe den Mann. Irgendwann fahre ich mit Oberster. Das ist nur ein Meter. Schau mal diesen saftigen Biss nur. Do you need one more? No, one? No. Now I just take it one because we take it outside. Ah, okay. Königsbissen Territorium, Leute. Wow. Das war so krass, man. Ich schaff kein Biss mehr von den Pommes, obwohl sie so geil sind. Oh wow. Wisst ihr, was auch wild kommen würde? Dönerbox. Chili Cheese Fries mit Dönerfleisch. Das wäre auch eine kranke Kombo. Letzter Bissen. Heftig. Kennt ihr noch diesen Ort, Leute? Die zwei Banken und die auf der anderen Seite. Genau hier. Es gab mal eine Zeit, da haben wir Videos auf diesen Banken gedreht. Manchmal waren da richtige Penner und da konnten wir nicht auf unsere Pennerbank. Wieso sage ich euch das? Weil wir da Verschiedenes gedreht haben. Unter anderem auch so damals noch von Kogo gesponsert. Kogo-Boxen, andere Snackboxen getestet. Und ich habe eine Snackbox erhalten. Die machen wir jetzt auf. Aber zu Hause. Snack Shark. Schöne Box. Wow, wow, wow. Öffnen wir sie. Kuss geht raus. Danke, Snack Shark. Shark und Sharkine sagen Dankeschön. Ich sag auch Dankeschön. Ich bin gespannt. Hoffentlich mundet es. Wir legen es zur Seite. Wir gehen rein. Pringles Cheddar Cheese. Riecht sehr geil. Bin gespannt, wie viele Items da drin sind. Hm. Cheddar Cheese, Baby. Ich teste alle Pringles machen. Video. Aber ja, ich habe keine Ahnung, wie viel es gibt. Ständig sehe ich irgendwelche neuen Sorten. Irgendein Cookie mit Twix, Alter. Moment, ich brauche was zu trinken. Ich habe noch Chips-Geschmack. Schmeckt ein bisschen wie Weihnachten. Irgend so ein Weihnachtskuchen-Gebäck. Schmeckt gar nicht nach Twix. Schmeckt echt einfach nach Weihnachten. 100 Kalorien hat genau ein Cookie. Da sind 3 Stück drin. Noch mehr von Cake Bites. Diesmal mit M&M. Boah, riecht mega künstlich. Genau mein Ding. Boah, schmeckt mega künstlich. Und der taugt nicht so. Digga, das schmeckt so wie diese Farben hier. Also im Sinne von künstliche Farben. So schmeckt der. Oh Gott. Boah, mir ist ein bisschen schlecht von dem. Oh,
Richtig wild. Irgendein neues Produkt vom Kinder. Ist das der bessere Kinderriegel? Wir werden es herausfinden. Außenrum Waffel. Das schiebt den weg, weil ich noch eine Menge vor mir habe, sehe ich. Aber nicht schlecht. Vielleicht machen wir hier eine Werbeunterbrechung. Ich kann nicht mehr. Noch was von Cake Bites, Mann. Auf einmal? Auf einmal. Das hat nicht die Nüsse und das Karamell von Snickers. Schmeckt nur nach Snickers. Ich bin kein Fan von diesen Cake Bites. Apropos Snickers. Hier sehe ich doch ein Snickers. Butterscotch. Ungewohnt, aber hat was. Okay, ich glaube, ja, wenn man Butterscotch feiert, was auch immer das ist, man gewöhnt sich dran. Ich bleib bei normalen Snickers. Wir machen weiter mit noch einem Riegel. Five Star 3D. Ich hab gar keine Ahnung, was das ist. Was wird mich hier erwarten? Boah, der kann was. Geiles Teil. M&M Kekse. Cookies. Digga, die sehen so trocken aus, Mann. Machen wir weiter. Ja, was soll ich sagen, Mann? Trockene Cookies mit Basmatis drin. Oder M&M's, was war das? M&M's. Schmeckt aber wie Smarties. Weil M&M's sind eigentlich geil. Ja. Zeit für eine Erfrischung. Red Bull Peach, Red Bull Peach kenne ich. Ist jetzt auch nicht mehr so selten, also sehe ich schon öfters im Laden. Ich drehe dieses Video hier kurz vor Mitternacht, Leute. Aber für euch, ein Stück Red Bull verleiht Flügel. Hab ich den getestet in meinem Ding-Video? Alle Red Bull-Video? Gutes, solides Mittelfeld. Fanta Erdbeere, Baby! Soll ich mal ein, wir testen alle Fanta-Videos machen? Digga, da steht Contains No Juice. Digga, das schmeckt null nach Erdbeere. Das schmeckt einfach nach Zuckerwasser. Ja, Digga, von der Erdbeere kann man gar nichts. Wir haben noch Takis, Leute. Ich hatte einmal Takis bisher. Das war auf einem Burger. Und das waren die blauen, die waren irgendwie richtig eklig. Schmeckt gut, nicht hervorragend, ganz normal gut, aber sehr starkes Aroma. Nicht nur hey, schmeckt leicht danach, sondern Kick in die Fresse. Kein Wunder, dass es bei den Kids gut ankommt, weil das ist ja Geschmack pur. Aber halt künstlicher Geschmack. Sour Patch. Blaubeere, Blue Raspberry, artificially flavored. Schmeckt sogar ziemlich geil. Problem ist, es verklebt in das Mund. Ich hasse das. Wenn diese Fanta diesen Geschmack hätte, würde ich feiern. Noch mehr Sour Patch. Und hier sind alle drin, oder wie? Und da war nur der blaue. Okay. Bingo, wie heißt das, Mann? Ich habe dreimal dieselbe Farbe bekommen. Schmeckt so, als hätte ich einen Schluck Fanta getrunken. Also diese orange Fanta. Künstlich erworben, auf Maximum gestellt. Krabbenburger. Also ich hätte gerne mehr Chips und mehr Schokolade und weniger Gummibärchen. Aber das ist Geschmackssache, das ist eigentlich ziemlich gut verteilt. Chips 2. Schokolade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 Getränke. 4 Gummibärchen. Muss ich den essen? Ja, Verpackung ist süß und so. Also ich kann euch schon mal sagen, die Gummibärchen verschenke ich.
Das letzte. Danach ist sie komplett leer, aber war echt eine Menge drin. Ich weiß nicht, was das ist, Mann. Sieht aus wie Kaugummi. Digga, dieser Burger schmeckt so eklig. Ich würde es am liebsten ausspucken. Neo. Choose Bitcoin or Fiat. Geiler Geschmack. Super künstlich, aber geil. Satisfaction Guarantee. Bethlehem, Pennsylvania, USA. Wow. Snack Shark, danke. Ein paar wilde Sachen mit dabei. Meine Freunde werden sich freuen über die Reste. Mir hat der Großteil geschmeckt, aber an sich ist die Box cool. Immer so Snacks aus aller Welt testen. Sein Palette erweitern. Starker Döner des Monats. Mir hat er getaugt mit dem Crunch von diesen Brezendingern. Oberster und Radieschen. Die belgische Version von Chili Cheese. Saftig, kreativ und nicht zu voll. Relativ gut zum Essen. Ich bin begeistert. Mein Nummer 1 Döner des Monats bisher. Und wir machen das jetzt schon, glaube ich, der 13. Monat. Kuss geht raus. Und ansonsten wie immer. Ah ja, und danke an Shark, Snack Shark für die Box. Ich schaue mal kooperationstechnisch, wie das da weitergehen wird. Oder ob das eine einmalige Sache war. Waren leckere, geile Snacks. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok. Und meinem nicht aktiven Zeug-Kanal der Mine. Ich, serious business und ciao.